Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer weiteren Folge von Step by Step, wo wir Schritt für Schritt ein Haus bauen und einrichten. Und wir waren das letzte Mal hier im Schlafzimmer stehen geblieben und ich habe gefragt, Mensch, was machen wir hier mit der Trennwand? Welche Farbe soll es sein? Und ihr wart tatsächlich für den Blauton. Finde ich gut. Lassen wir es so. Ich bin da jetzt mittlerweile auch von überzeugt. Alles ist gut. So, und ich hätte gerne noch das ein oder andere Bild hier in dem Raum. Und dementsprechend werden wir uns jetzt einfach mal was aussuchen. Ich finde ja die hier auch immer ganz cool, oder? Wenn wir die hier so auf links und rechts packen, haben wir auf jeden Fall die Seite hier schon mal dezent abgewickelt, dass da was an der Wand klebt. Und jetzt vielleicht hier noch drüben die Ecke, hier so ein paar Tattoos, ne? Wer steht nicht drauf? Passt voll zum Stil. Was haben wir hier? Hier haben wir diese Figuren. Das Wagenrad ist vielleicht auch gar nicht so übel, oder? Kriegen wir das irgendwie... Ja, so kriegen wir es mittig hin. Weil farblich kommen wir auf jeden Fall in den Blauton rein. Okay, ich bin gerade bei den Bildern rüber geswitcht. Ist vielleicht keine so gute Idee. Aber wir versuchen es einfach mal hier auf den Bilderrahmen zu ziehen. Klappt eigentlich alles ganz gut. Ich bin begeistert. So, dann haben wir hier auf jeden Fall einen guten Farbton erwischt. Vielleicht noch ein Ticken heller wäre nicht schlecht, aber... Ich will mich hier in keinem Fall beschweren. So, wir warten mal, bis Textilien durchgeladen sind. Ganz ehrlich, ich hätte gerade, glaube ich, lieber den Farbton unten, weil ich habe gerade gesehen, das ist in der falschen Richtung, das Ganze. Wir versuchen es nochmal hiermit. Dauert heute alles ein bisschen länger. Aber wir kriegen es auf jeden Fall noch hin. Ich bin davon überzeugt. So. Ja, gut. So viel zum Thema, es dauert länger. Gut, dann lass uns das Häkchen drücken. Juhu. Sehr schön. Dann lasse ich jetzt auch in dem Farbton. Dann spiele ich da jetzt nicht nochmal rum, solange wir jetzt hier im Bildermodus sind. Obwohl, wir könnten einfach nur umschalten. Das ist eine Sekundensache. Gar kein Problem. So, 3, 2, 1, meins. Hier, komm. Ja, sehr gut. So, und jetzt machen wir es einfach nur ein Stückchen heller. So ein Müh, wisst ihr? Nee, noch ein Stück. Nee, zu viel. Noch ein bisschen dunkler. Noch ein Stück. Ja, so. So, gefällt mir das schon besser. Das sind wir auf jeden Fall in derselben Farbfamilie. Das finde ich dann richtig gut. So, Händchen, lass dich anklicken. Perfekt. So, können wir uns auch wieder bewegen. Ich würde sagen, das lassen wir dann auch so. Die Wand würde ich jetzt hier nicht auch noch voll stopfen. Da reicht hier die eine und die andere sehen wir sowieso nie. Ein Teppich wäre noch eine Option. Wollen wir noch über einen Teppich nachdenken? Wir denken noch über einen Teppich nach. Hier hätten wir jetzt einen sehr großen Teppich, der sich über alles und jeden erstreckt. Könnten wir hier sogar überlappend anordnen. Hier unter dem Bett würde man die Kante vermutlich nicht mal sehen. Ja, oder da können wir uns fragen, warum wir dann Boden reingeschmissen haben, ne? Ich versuche jetzt hier einfach mal das Ganze zu färben. Mal gucken, ob wir da irgendwie einen schönen Ton kriegen, der mir am Ende gefällt. Weil das, was wir jetzt gerade haben, ist mir ein bisschen zu wuselig. Ich packe das mal auf weiß. Einfach mal, um zu sehen, wie es ausschaut. Obwohl mir der Weißton echt gut gefällt. Aber so in der Kombi ist das vielleicht nicht so ratsam mit dem Blau. Weil wir da schon eine Farbe gewählt haben. Auch wenn wir es so ganz dezent machen würden oder halt auch hier so ganz dunkel, hätten wir da immer noch eine Farbe gewählt. Ich glaube, das ist nicht so ratsam, dann nochmal mit einem neuen Muster zu kommen. Das macht dir ja am Ende irre. Und wenn wir ihn einfach komplett blau machen? Finden wir das dann am Ende schön? Ich habe keine Ahnung. Ich packe es ja einfach mal auf den anderen Teppich rüber. Okay, jetzt haben wir es wieder auf den eigenen Teppich gepackt. Richtig gut. So, schmeißt das mal hier drauf. Oh, wow. Wenn es leuchtet, das ist ja furchtbar. So, das ist jetzt natürlich viel blau, ne? Das muss man mal so sehen. Aber an sich finde ich es auch gar nicht so übel, muss ich sagen. Oder? Kann man eigentlich machen. Ist, wie gesagt, viel blau. So sieht es aus ohne Teppich. Und so mit. Ich finde, es geht beides. Und gerade so in dem Stil, wo wir gerade sind, lag immer Teppich rum. Ich glaube, wir nehmen das tatsächlich. Ich meine, wir hätten es doch einfach machen können und einfach eine Kachel ziehen können, aber man sieht die Narbe jetzt hier eigentlich gar nicht. Wir lassen den Teppich mal drin liegen. Wem es nicht passt, der kann den gerne rausschmeißen. Aber so
Finde ich, passt es so zum altbackenen Thema, da auch noch den Teppich drin liegen zu haben. Von daher machen wir das so. So, Beleuchtung. Ich hätte gerne irgendwie eine richtig krasse Wandbeleuchtung hier drin. Ich weiß nicht, ob wir das finden, was ich gerade im Kopf habe. Ich hätte halt gerne irgendwie so eine Dreierleuchte, wisst ihr, aber in alt. Kriegen wir sowas in alt hin? Ich bezweifle das. Wir kriegen es hier in wasserfallartig hin, aber nicht in alt. Manchmal werde ich ein bisschen traurig. Gut, hier kriegen wir es noch mit Muscheln und Co. hin. Hier mit Kerzen, aber es ist mir irgendwie nicht. Das ist nicht der Altbackenstil, den ich gern hätte. Irgendwie gefühlt noch älter. Hier mal einfach nur eine Lampe. Ich glaube, das könnte gut werden. Ich pack's mir mal hin. Weil ich mir noch nicht sicher bin. Obwohl die auch gut werden könnte, aber da gefällt mir das Licht immer vom Inneren nicht. Man kann das so schlecht ändern. Ja, und das ist mir am Ende zu altbacken. Das taugt mir nicht. Hier konnte man die Kerze, glaube ich, nicht färben. Das kann ich ja mal gar nicht leiden, wenn ich den Kerzenton nehmen muss. Ha, hier kann man es färben, aber das ist mir, glaube ich, zu modern. Ich glaube, ich finde die Leuchte hier cool. Ich glaube, ich will die färben. Ich glaube, ich finde das gut. Ich hätte es gerne so ein bisschen im Braunspektrum. Ja, so vielleicht. Ich will es nicht komplett schwarz haben. Ich möchte schon, dass das so ähnlich ausschaut wie das, was wir haben. Und ich hätte es gern hier. So. Dann kopieren wir das mal. Nee, ich glaube, wir müssen da noch ein Stück weiter auseinander, sonst verstehen wir uns hier nicht richtig. Ja, so ungefähr. So, wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr jetzt, wo ich hin wollte mit der ganzen Geschichte? Also irgendwie so was wollte ich, genau. Irgendwie was da so ein bisschen Highlight bringt. Ha, jetzt brauchen wir ein Bild. Ich hätte ja gerne auch noch ein Bild drunter geklatscht, so, wisst ihr? Also wenn dann richtig nach dem Motto. Aber vielleicht kriegen wir das doch einfach noch höher, sodass das hier... Na Mensch, ist doch wunderschön. Ja, perfekt. An sich perfekt, aber die Lampe muss eigentlich noch. Weil sonst gefällt mir das hier unten nicht. Dann ist es da zu nah dran. Aber hier hängt die Lampe dann irgendwie zu weit rum. Ah, das Bild ist, glaube ich, nicht das Richtige. Hier haben wir noch Pferdchen. Gefallen mir die Pferdchen? Ich habe keine Ahnung. Aber die sind genauso breit wie das andere Bild. Von daher fällt es flach. Hier, Bremse ist irgendwie auch ziemlich breit. Kann man auch sehr falsch verstehen. Ah. Haben wir hier nicht irgendwie ein kleines Bild? Hier kommen jetzt nur noch diese Riesenposter gefühlt. Die sind alle so groß. Wir haben da nichts Kleines. Das wird zu klein. Das Katzenbild vielleicht. Ist das eine Katze oder ist das ein Hund? Was ist das für ein Bild? Große Augen, großes Herz. Dieses niedliche kleine Kätzchen. Es ist ein Kätzchen, meine lieben Freunde. So. Katzenliebhaber. Katzen sind wichtig, sage ich euch. So, hier haben wir sogar noch einen dunklen Bilderrahmen. Komm, tauschen wir mal aus. Dann müssen wir das nicht färben. Wunderschön, oder? Wir lieben hier einfach unsere Katze. Ich finde, das ist eine super Option. Wir müssen die Couch hier vielleicht nochmal einfärben. Jetzt sind wir schon wieder bei Bildern drin. Ich krieg die Tür nicht zu. Hier haben wir einmal einen schwarzen Streifen und einen braunen. Wir klauen uns einfach mal den braunen und versuchen, den mal hier auf die Couch zu ziehen. In der Hoffnung, dass das dann irgendwie hier... Das ist derselbe Ton, oder? Keine Ahnung, sieht auf jeden Fall irgendwie gleich aus. Ich habe aber immer noch das Gefühl, das Schwarze würde mir besser gefallen. Wir überprüfen das gleich mal. So, Ton schwarz, einmal bekommen bitte. Ich bin schon sehr gespannt. Noch ein Stück. Ja, sehr gut. So. 3, 2, 1, meins. Na. Ja, wunderschön als Couchfarbton. Ja, ich glaube, das Dunkle gefällt mir besser. Mir gefällt zwar nicht, dass der Ton quer ist. Das heißt, wir x'en das Ganze wieder. Und machen es jetzt schlauer. Wir ziehen nur die Farbe rüber. Weil uns das am Ende einfach besser gefällt. So sieht es nämlich aus. So und nicht anders. Ah, lieber Schwarzfarbton, komm näher. Ich bin auch jedes Mal so schlau und ändere das einfach mal, während wir bei den Bildern sind. Das ist einfach keine schlaue Option. Ich mache es trotzdem immer wieder. Warum denke ich darüber nicht nach? Ich verstehe es nicht. So,
Und schwarz sieht die Couch auch nicht schlecht aus, aber wir wollten ja hier den schönen Grünton behalten. So, und jetzt haben wir das Holz so, wie es sein sollte. Na? 2 Minuten später klappt das. man braucht nur Geduld und Zeit und... Ja, ihr versteht mich schon. So, Holz ist fertig. Sehr gut. Die Frage, ich hätte ja gerne diese Couch hier drin. Ich habe keine Ahnung, was ich sonst mit diesem Raum anfange, aber erst einmal die Couch hier drin haben. Das ist der Plan. Ich wollte ja hier eigentlich auch so ein bisschen Bibliothek aufbauen. Da hatte ich ja eigentlich auch Bock drauf. Lasst uns mal in diese Ecke hier eine Bibliothek packen. Und in diese Bibliothek integrieren wir noch einen Schreibtisch. Es ist der Masterplan. Genauso machen wir es. Gut, dazu brauchen wir erstmal ein Bücherregal. Hier existiert gerade nichts mehr. Ausverkauft. Warum ist es jetzt ausverkauft? Ich habe das Spiel gelöscht. Es gibt nichts mehr. Hätte ich irgendwo draufklicken sollen? Hallo? Ich gehe mal in den Baumodus. Vielleicht wird alles wieder gut. Hallo? Okay, die Dinge sind wieder da. Was war das denn? Also ich hätte gerne dieses Bücherregal hier, weil wir hier die Viererstufe so gut kombinieren können. Und das taugt mir richtig, wie ihr wisst. So, das haben wir auch in derselben Farbe gelassen, ne? Das taugt mir jetzt allerdings nicht mehr. Kommt, wir schauen mal, ob uns das Schwarz hier gut gefällt. Dann nehmen wir das vielleicht sogar. Na komm, ist doch wunderschön. Also wer da jetzt was anderes sagt, das verstehe ich schon wieder nicht. So. Dann passt mal auf. Wir hätten jetzt auch nur den Schwarzton nehmen können. Wäre auch eine Option. Wartet mal, wir testen das mal hier an dem beweglichen Bücherregal. Vielleicht gefällt uns das ja besser. Ja, ist gut. Wir nehmen nur den Schwarzton. Nee. Spielverderber. So, dann kredenzen wir das hier auch nochmal rüber. So, dalle. Und haken das mal ab. So, und jetzt, ja, gehen wir rüber auf Move Objects. Und, ja, da sind wir voll dabei. Und klauen uns hier mal dieses Bücherregal und stellen das quer hier rein. Versteht er, wohin ich will, ne? Das ist jetzt hier ein Büchereck. So. Und entweder wir lassen das jetzt so und stellen hier noch einen Sessel rein, finde ich an sich auch cool. Oder wir nehmen einen Schreibtisch und stellen den hier so rein. Auch eine Option. Könnten wir rein theoretisch auch einen anderen Schreibtisch nehmen, ne? Der hier nochmal so schön davor steht. Finde ich auch nicht schlecht. Hm, hier so, dass da noch der Rest rausguckt, aber finde ich dann irgendwie auch schon wieder komisch. So, verschwindet da irgendwie halb im Ding, aber kann man rein theoretisch tun. Muss man aber nicht. Ja, das ist vielleicht hier die beste Option, den zu nehmen. Obwohl, der hat da auch Schubladen. Haben wir irgendwas ohne Schubladen? Alles hasst mich. Das Ding hat keine Schubladen, aber das finde ich zugegebenermaßen auch nicht so schön. Und da kann ich unten auch noch die Bücher durchsehen. Das finde ich auch nicht so schön. Vielleicht machen wir auch einfach keinen Schreibtisch. Der würde jetzt auch gut reinpassen. nee, komm, wir nehmen Sessel. Haben wir hier diesen schönen Sessel, den wir hier jetzt auch als Couch haben. Das Problem ist, ich habe keine Ahnung mehr, was das für eine Couch war. Ich glaube, es war eine Couch aus dem Hauptspiel. Kann das sein? Nee, das bist du hier, oder? Nee, das ist die 20er Jahre Couch. Welche Couch war das? Hey Couch, wo bist du? Die ist es auch nicht. Ich glaube, die war im Ursprung braun, oder? War die nicht braun? Die ist es nicht. Hey, welche Couch war denn das? Ja, das war manchmal hier ein bisschen lustig, sage ich euch. Welche Couch war braun? Ja, sie müsste mir doch eigentlich angezeigt werden, oder? Nö. Die Couch denkt sich einfach nein. Wir zeigen hier gar nichts an. So, aber wir könnten rein theoretisch die Ecke... Ich glaube, das fände ich auch noch ganz schick, wenn wir das hier so ein bisschen auf Eck packen, oder? Das kann man doch auch noch machen. Das finde ich gut. Aber ich will noch einen Sessel. Das Problem ist, ich finde ja nicht mal die Original-Couch. Wie soll ich den Original-Sessel finden? Ich habe keine Ahnung. Okay, das ist ja alles schon mal nicht.
Das alles auch nicht. Nicht, 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 nee. Nein. Nein. Aber den hier könnten wir rein theoretisch nehmen. Der würde sich dafür auch richtig gut machen. Könnten jetzt einfach mal sofort drauf ausweichen. Denn am Ende guckt da kein Mensch nach, ob das jetzt genau der Sessel ist oder nicht. Die Farbe macht's, ja. Das ist der entscheidende Punkt, sage ich euch. So, das stellen wir aber noch mal ein bisschen schräger hier hin. So, wunderschön. Jetzt gehen wir Richtung Tisch. Ja, und ihr wisst genau, welchen Tisch ich nehme. Und wenn ihr das nicht wisst, ja, dann müsst ihr noch mal Videos gucken. So, ne. Ja. Jetzt brauchen wir noch eine richtig schöne Lampe. Ja, und wenn ihr jetzt nicht wisst, welche Lampe ich nehme. Nee. Ich weiß es selber ehrlich gesagt noch nicht so genau. Auf jeden Fall eine große, wie immer. Ich glaube, es wird sogar die. Na, wir kriegen sie aber jetzt mit Move Objects nicht richtig platziert. Gosh. Dann machen wir das mal kurz aus. Ja, ist hier auf jeden Fall bequemer als in die Sims 4. So, kriegen wir trotzdem nicht platziert. Warum nicht? Warum hasst die Lampe mich? Ich kapiere es nicht. Lampe, du darfst mich nicht hassen. Hör auf damit. So, wir machen wieder an. Und stellen den da wieder hin. Macht alles viel mehr Sinn, oder? So. So, wunderbar und schick. Jetzt gehen wir hier wieder zu unserem Haarfärbemittel. Aber ich glaube, wir nehmen jetzt diesmal nicht den Schwarzton, sondern den Braunton. Ich glaube, ich finde das besser. Ich meine, wir könnten es hier auch splitten. Aber ich glaube, ich finde den Braunton besser. Das hebt sich nochmal ganz anders ab. Finde ich gut. So, und den Stuhl ziehen wir jetzt mal auf die Lampe. Ne, das ist doch wunderschön. Ich weiß ja nicht, was das hier schon wieder soll. Das passt. Oder? Das kann man machen. Wir schnappen uns jetzt mal hier in der Hoffnung einen Kaffeetisch. Aber ich glaube, den kriegen wir hier nicht hin. Da kann ich tun und lassen, was ich will. Den kriegen wir da einfach partout nicht zwischen. Generell sind jetzt hier alle irgendwie ziemlich groß. Die finde ich eigentlich ganz cool. Auch so vom Stil her für die Lampen. Aber ich glaube, das beißt sich doch schon ein bisschen. Obwohl er da gerade so reinpasst. Eigentlich finde ich ihn ganz gut. Ja, vom Stil her würde er das passen. Aber ich finde es halt zu groß. Warum sind die so exorbitant groß? Auch der hier ist so ein Fall. Aber andererseits denke ich mir, Glas geht eigentlich immer. Muss auf jeden Fall noch ein Stück nach vorne hier. Aber ansonsten können wir das eigentlich bringen, ne? Vielleicht klauen wir uns einfach nochmal die Lampe von hier hinten. So. Dann haben wir keine einzige Pflanze im Raum. Ist ja schon wieder schlecht, ne? Was machen wir denn da? Einfach eine Pflanze hinstellen. Ich glaube, es ist ein Plan. Finde ich die eigentlich perfekt. Und ich glaube, da nehmen wir jetzt auch wieder den Schwarzton. Ich überlege... Oh nein, ich bin schon wieder bei den Pflanzen. So, warte, ich mache hier gleich Häkchen. Wir lassen das erst ja nicht ausufern. Häkchen und weg. Ja, zu den Couchen und wir versuchen es nochmal. Alles andere dauert hier, glaube ich, sonst jetzt nur Jahre. So, wir nehmen den Holzton. Wir versuchen es zuerst beim Tischchen hier. Ich bin gespannt. Okay, hat auf jeden Fall eine andere Optik. Wir lassen oben mal die Dingsoptik und machen unten das Holz. Ich glaube, das gefällt mir gut. So, und dann gehen wir mal rüber hier zu unserem Bummel. Und da könnten wir jetzt gerade auch richtig gut den braunen Holzton reinpacken. Das machen wir mal glatt. So. Schwubbedi. Nee, du musst der hier werden. Ja, wunderbar. Dann haben wir hier zwei Fliegen mit einer Klappe. Das ist doch wunderschön. So, hätten wir jetzt natürlich auch komplett schwarz machen können, aber ich glaube, das ist besser. Ich finde das gut. So. Soweit. So unspektakulär. Hatten wir diese Couch nicht noch in der Dreier-Variante? Mir ist irgendwie so. Die gab es doch in der Zweier und in der Dreier. Ist das jetzt die? Nee, das ist schon wieder nicht die. Wie war denn das? Krieg ja noch eine mittelschwere Krise, du. Welche Couch war denn das? Ja, die Musik passt gerade so beim Nachdenken, ey. Hä? Welche Couch war das?
Ich finde die nicht mehr. Ich bin einfach komplett blind. Welche Couch ist das? Ist die? Nee. Die hier ist das. Haha! Gefunden! Ich bin glücklich. So, das packen wir jetzt da drauf. Wunderschön. So, abhaken. Dann verkaufen wir das. Und stellen hin das. So. Nee, ja, steht ja wieder schräg. Das heißt, es muss hier bleiben. Sonst ist es schlecht. Aber der Abstand gefällt mir ganz und gar nicht. Das finde ich wieder schlecht. So haben wir wieder einen gleichmäßigen Abstand. Aber dann kommt hier kein Sim durch. Das ist blöd. Aber wenn ich das verschiebe, steht das hier nicht drunter. Dann kriege ich hier wieder eine Krise. Wenn das hier steht, nervt mich das total ab. Das macht mich nicht glücklich. Aber was soll ich machen? Der Rest macht mich auch nicht glücklich. So, jetzt ist weiter nach da. So. Ja, ja. Ja, so geht das. Na, vielleicht noch ein Stück nach da. Ja, besser. So, okay, wir ignorieren jetzt einfach, dass das hier nicht symmetrisch ist. Das sieht kein Mensch. Bla, la, 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 la. So, was machen wir hier jetzt noch hin? Ich habe einfach die Hoffnung, dass die Sims hier durchkommen und ich muss da einen Sessel hin. Telefon vielleicht? Wir haben noch kein Telefon. Wir könnten ein Telefon hier hinhängen. Ich finde gerade kein Telefon. Wo waren denn hier die Telefone? Bin ich blöd? Hey, hier sind doch die Telefone. Warum finde ich kein hängendes Telefon? Haben wir hier kein hängendes Telefon? Es verwirrt mich echt ein bisschen. Echt. Ja? Ich dopple sogar meine Meinung. Guck mal, hier ist ein Telefon. Und sieht sogar alt aus. Lassen wir jetzt einfach mal da, würde ich sagen. Und ja, im Prinzip ist das Haus so gut wie fertig. Also inneneinrichtungstechnisch ist es fertig. Ich würde sagen, wir machen die nächste Folge hier vielleicht nochmal ein bisschen was im Garten. Dass wir vielleicht hier irgendwie noch ein Beet oder irgendwie was anlegen. Ich glaube, da kriegen wir noch eine Folge zusammen. Auch wenn es vielleicht ein bisschen kürzer wird. Und dann würde ich mich jetzt hier erstmal verabschieden. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal und ciao!